So, fehlt nur noch einer. Aber das Spiel zieht echt an. Das Schlimme ist, mir fallen jetzt mittlerweile immer weniger Leute ein, gegen die ich tatsächlich duellieren könnte. Ich meine, Marik haben wir jetzt... Wen haben wir jetzt noch? Die Marik-Version, wir haben noch... Also die Yami-Version, wir haben noch Kaiba, wir haben noch Ishizu, falls sie relevant ist. Was merkwürdig wäre, weil wir jetzt gerade Marik geklatscht haben. Wir brauchen noch 11 Gegner, haben noch 11 Gegner vor uns an sich. Odion. Okay, Dion. Ich muss mir mal, zum nächsten Mal schreibe ich mir auf, was ich hier für Fusionen brauche und für Level-Ups. Ja echt, warum kommt der nach Marik? Der hätte doch eigentlich vorher kommen müssen. Das würde mehr Sinn machen. Ist ein bisschen ass backwards. Ja eben, Odion kam vor Marik. Beziehungsweise Marik an sich. Immerhin hast du deine Stimme. Ich spüre, dass eine überwältigende Macht von ihm ausgeht. Wer immer sich mir in den Weg stellt, es ist meine Pflicht, ihn unter die Erde zu bringen. Ha! Das werden wir ja noch sehen. Ich spüre, dass du auch ein starker Duellant bist. Viele Strategien wurden in meiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben. Du hast ein Fallendeck gespielt, Junge. Strategien, die du noch nie gesehen hast oder verstehen wirst. Weißt du, dein gesamtes Deck countert man mit einer Karte. Zeit für ein Duell, Yugi. Hier komme ich, Odion. Ja, gut, Yugi. Ist cool. Aber gut, wenn er Erdemonster hat, wir haben einiges an finsternis Monster, wo wir tatsächlich gut von profitieren können. Also von daher. Ja, nice. Erde ist ja mal, das ist ja cheesy easy. So, zeig mir, was du hast. Mir gefällt die Map nicht. Coolen Klotz auf Erde. Erde. Feuer. Licht. Ernsthaft? Feuer und Licht? Ich hatte jetzt nicht vor, dich mit Donner zu... Okay, Odion. Wie du willst. Ich habe mehr als genug Finsternis-Monster, die darauf klarkommen. Und für das eine Feuermonster nehme ich jetzt nicht unbedingt ein Wassermonster mit. Aber jetzt, wo wir Soa haben, würde ich ja schon gerne einen Stahlskorpion hochleveln. Aber das dauert eh noch. Ja, du bist down. Schlimm ist, viele gute Monster sind jetzt einfach mal nicht zugänglich. Viele gute Monster mussten hier ihr Leben lassen. Du kommst mit. Du auch, als Ersatz. Dich will ich, ehrlich gesagt, nicht mitnehmen. Wobei... Wir lassen mal den Beauftragten zu Hause. Wobei, er ist günstiger für das, was wir haben. Was laber ich da? Ich nehme Bein mit. Skelengel. Ja, Skelengel können wir auch wieder mitnehmen. Genau wie Birdie. Das ist eigentlich immer gute Option. Vor allem, was Mobilität angeht. Wilder Klobold. War das nicht bei dir? Ihr könnt euch super schnell bewegen. Ziemlich. Können wir ja mal probieren. Und 100 haben wir noch über. Was nehmen wir denn da mal? Stahlskorpion, nur um den hochzuleveln. Das wäre schon ein bisschen blöd. Mein Metall sowas, war cool, aber das dauert eh noch, bis wir das überhaupt soweit haben. Hm.
Wie weit bewegst du dich nochmal? 2 und 3. Du hast sehr weite Attack Range. Nehmen wir einen Kuribo mit. Weil ich würde Soa gern, wirklich gern mitnehmen. Als Bossmonster. Nehmen wir einfach 7 mit. Komm, als Futter. Ne? Ein Kuribo. Ne, warte mal. Ah, shit. Das kann ich nicht mehr rückgängig machen. So. Das Bein kann sich am ehesten... Wo muss ich hin? Das ist ein kleines Feld. Ich meine, das gelesen zu haben, dass man den Stahlskorpion mit Soa fusioniert. Aber ich bin mir jetzt gerade selber nicht mehr sicher. Ich hab mir letztens ein Video dazu angeguckt, weil ich selber wissen wollte, wie das ist. Weil, seien wir ehrlich, das Spiel tut jack shit, dir zu erzählen, dass was du mit wem fusionieren kannst. Das Spiel erzählt dir einen Scheiß, was das angeht. Deswegen, da musste er rausfinden, was da los ist. Jetzt habe ich mir richtig problematisch aufgestellt hier. Warte mal, kann ich Soa nicht? Soa bewegt sich eh diagonal. Packen wir Soa nämlich hier hinten hin. Nee, brauchst du nicht. In der Aufnahmesession wird das sowieso nichts mehr. Von daher. In der Folge ist das sowieso nicht mehr von Relevanz. Aber dass ich beim nächsten Mal schreibe ich mir das auf und dann weiß ich das immer. So, dann wollen wir doch mal. Ich duelliere mich. So lassen wir erstmal. Das Bein ist aber gerade eine gute Wahl. Damit können wir uns gut bewegen. Gott, das ist alles. Ist vom Design her so matschig hier überall. So richtig güllehaft, ey. Kuribo. Ja. Warum habe ich Kuribo nochmal mitgenommen? Welche Idee hatte ich da? Ach ja, Monsterfutter. Mehr ist das nicht. Noni? Kuribos Monsterfutter. Ja, Odin kriegt den Fuß. Alufe, so will man sicher. Guck dir seinen Dreck doch mal an. Achte auf meine Taktik. Deine Taktik. Du hast 180 und willst jetzt beschwören. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist... Ich hätte mir mal vorher angucken sollen, was der hat. Vielleicht ist da ja was Interessantes bei, weil das sieht einfach nur aus wie ein Goblin. Sei mir mal ganz ehrlich. Ich bin am Zug. So, was hast du? Ach. Ein Zyklop. Noch ein Zyklop. Feuermeer. Feuermeer muss ich aufpassen. Statue Osterinsel. Ist jetzt nichts wirklich Bedrohliches. Also nichts wirklich, was richtig bedrohlich ist. Schon Angst gehabt, da kommt jetzt was wirklich Böses. Aber gut. Wie kann sich dein Zyklop hier bewegen? Wow. Du hast ihn straight vor eine Mauer... Du hast all deine Viecher vor eine Mauer gestellt. Du hast dir einen eigenen Chokepoint quasi gemacht. Weil keins deiner Viecher da rauskommen wird. Ja, du hast dir einen eigenen Chokepoint gemacht, du Schwachkopf. Alter.
hat sich einen eigenen Chokepoint kreiert. Was zur Hölle? Anstatt die alle ein bisschen weiter zur Seite zu packen, so dass er tatsächlich durchkommt. Jetzt muss er die erst unnötig drumherum bewegen. Gerade das sind Monster, wo du nicht so... Kesselt der sich da jetzt selber ein? Hey, komm, das ist das Bein von Exodia. Fear it. Ah, ihr könnt euch so bewegen, aber du musst jetzt auch erst... Das ist eine Mauer, richtig? Da kommst du nicht drum rum. Ich weiß nicht, was da die Strategie sein soll, mein Freund. Was? Spezial, du hast eine Fähigkeit? Damit wird die eigene Wert um 30 Punkte erhöht für einen Zug. Das Ding hat an sich schon Metallmorph. Okay. So, warte mal. Du kannst ja... Genau. Straight 2. Und dann kannst du die bis hierhin angreifen. Das heißt, ich kann mit dir noch hier hin. Und einen Kaffee trinken. Dann kann ich meinen Fuß hierhin bewegen. Dann kann ich ihn hier noch hin bewegen. Alter, wir haben... Ne. We got this on lock. Ja, da bin ich zuversichtlich. Der hat sich, glaube ich, schon weggefuckt, als er sich hinter dieser Mauer verkrochen hat. Trump wäre stolz auf dich, Odin. Keins deiner Monster kommt wirklich flicks darüber, oder? Ja, Mensch, stell dich direkt. Du musst erst rüber, ja. Das meine ich. Die sind jetzt schon so separat voneinander. Die darf ich jetzt alle nach dem anderen auslöschen. 340. Holla die Waldfee. Das ist aber auch eine Menge Viech. Das ist aber auch eine Menge Viech, was du da hast. Okay, vielleicht habe ich mich zu früh gefreut. Da kann er auch noch nichts gegen machen, weil der andere zu weit weg steht. Noch mehr Damage. Mit dir kann ich jetzt leider gerade nichts machen. Stell dich mal hier hin. Oh, wenn ich ihn hier hinstelle, kann der sogar noch angreifen. Alter! So weiter Angriff. Destroyed. Come on. Alter Verwalter. Scheiße, bist du hässlich. Ah! Das Ding ist so... Ah. Das Ding hält einiges aus, ja, aber... Wie gesagt, der Kerl hat sich seinen eigenen Chokepoint gemacht. Ich habe dein erstes Monster eliminiert. Netter Angriff, Yugi. Aber das Duell hat erst begonnen. Ich bin Odin. In der Zwischenzeit kann ich hier so viel Unsinn treiben. Das ist immer noch nicht voll. Jetzt beschwört er seinen Flammenmäher. Selbst der kann sich da nicht wegbewegen. Bis der mal in Angriffsreichweite ist. Wow, danke, dass du dich in Angriffsreichweite begeben hast, du Dödel. Alter. Mit wie vielen kann ich ihn jetzt direkt ohne Probleme angreifen? Ja, mit ihm. Mit dem Fuß. Kick. Easy. Ich kann mit dir auch angreifen. Ja, ganz vergessen. Ich habe noch mehr zum Angreifen hier. I got even more.
But wait, there's more! Ich find's geil, die Viecher halten einiges aus von ihm. Nö, warum? Na, reicht das? Ja. Wow. Kumpel. Ich hab 2 deiner Monster for free gekriegt. Für nichts. Du kannst dich hierhin bewegen, kannst mich dann auch angreifen, ne? Ja, du darfst dann tatsächlich mal angreifen. Du hingegen... Keine Ahnung, wo du landest. Ich glaube, ich lass dich auch gleich einfach mal machen. So, dich noch ein bisschen mehr an die... Hier an die Front ran. Kuribo noch mit ran. Den schicken wir zur Not als Kanonenfutter rein. Die Harpie können wir noch beschwören. Wir haben da vorne einfach einen Klumpen aus Monstern. Und ich habe keine Ahnung, wie der daran vorbeikommen will. Ich werde gewinnen. Ja, viel Spaß dabei. Versuch's mal. Try me. Oh wow, er will meinen Fuß snipern. Mit 98 Damage. Das will ich sehen. Das will ich sehen, Might. Das will ich sehen. Sieht aus wie dieses eine Ding aus Monster Ranger. Er ist meinem Fuß auf den Fuß getreten. Okay, aber immerhin war das mal ein cooler Angriff. Nein, mein Fuß. Nicht mein wertvoller Fuß. Er hat jetzt nur noch 5 Monster und er hat einen Angriff jetzt rausgehauen. Jetzt nur nicht sabbel nicht, Yugi. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich mit Zoa das am besten mache. Wenn ich hier hingehe... Alter, er hat aber auch eine Menge, ne? Er hat aber auch eine Menge. Muss man ihm ja lassen. Aber wir können den so hart zurechtfalten. Der Fuß kommt jetzt auch gleich noch. Beziehungsweise der Fuß wird es wahrscheinlich beenden. Den stelle ich mal hier hin einfach. Einfach damit da mal ein bisschen mehr Luft ist. Noch ein Monster weg. Fußkick. Und mein Fuß ist ein Level up. Nice. Fußkick, it was very effective. Dich lassen wir jetzt so oder so. Aber du kannst dich ja... Genau, du bewegst dich diagonal. Das heißt, deine Optionen sind hier oder hier. Und hier kannst du nicht hin. Aber du willst wahrscheinlich angreifen. Also wirst du wahrscheinlich hier hingehen. I predict. Oder du bleibst stehen. Was in dem Fall... Ich predikte mal hier. Jetzt wirst du von Kuribo angegriffen. How does that sound? Es ist sogar gar nicht mal schlechter Damage. 111 von dem Kuribo. Alter, du wurdest gefällt bald. Ah shit, fehlt ein bisschen was. So. Ups. Doch, ich wollte doch beenden. So. Gegner am Zug. Jetzt bin ich ja mal gespannt, Odin. Ja, okay, du... Nee, du willst meine Ente. Oh. Oh, shit.
Er will meine Ente. Jetzt habe ich aber Angst. Wenn du nicht... Ja, komm, Yugi. Nee, komm, Yugi. Nee. Schon zieht er einen Schwanz ein. Da kann er nicht mal angreifen. Das Ding muss auch erstmal in Position gebracht werden. Nothing. Wir verlieren vielleicht ein Monster. Oder zwei, allerhöchstens, wenn er jetzt nachher noch richtig durchdrehen sollte. So, jetzt können wir ja schon gucken, wie wir das hier am schlauesten machen. Ich meine, das Bein... Ja, das glaube ich hier am schlauesten. 117. Du trittst das Ding einfach. Warte mal. Mein Beauftragter? Du kannst nur... Ja, das ist nicht schlecht. Ich gehe dir jetzt richtig auf den Pelz. 1,44 oder Kill. Dann ist die Frage. Ich meine, mit dir könnte ich einen nach vorne und den da auch angreifen. Soa erreicht den hier auch. Ja, wisst ihr was? Wir machen ihn hier. Wir fangen ihn schon mal an zu prügeln. Das ist, ja. Ich glaube, Soa kann sogar, ja, kann sogar so schon angreifen. Easy. Also, das Ding hat sich erledigt. Bumm. Wenn das so weitergeht, dann wird er mir bald alles genommen haben. Du, das ist sogar gar nicht mehr so weit entfernt. Höchstwahrscheinlich komme ich gar nicht so weit, dir wirklich alles zu nehmen. Das ist schon, das ist auch nochmal gut Damage. Bumm. Das ist fast schon lächerlich. Ah, hätte ich vielleicht ein bisschen schlauer sogar machen können. Machen wir mal... Duck hält das aus. Ja, ich sage ja, vielleicht verlieren wir ein oder zwei Monster, aber mehr glaube ich nicht. Der Sieg ist uns, glaube ich, ziemlich sicher. Ja, verschwend 50 AP dafür. Ente oder Kuribo? Ente, habe ich mir fast gedacht, ja. Die habe ich da aber auch wirklich hingestellt, damit sie stirbt. Also, muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Meine, die Ente ist gut, sie ist fucking quick as fuck, aber da hören ihre Qualitäten auch schon wieder auf. Kuribo hält auch die Osterinsel in Stand. Ist auch kein Ding. Und Skelengel. Oh, will der mein Bein? Oh, der kriegt mein Bein. Der snipt mein Bein weg. Ja, Mensch, schau mal einer. Guck, da kriegt der tatsächlich noch da ein, zwei Monster abgegriffen. Aber man muss echt sagen, also die Karte an sich ist echt bescheuert designt. Also... Derjenige, der da oben ist, ne? Wieso? Ach ja, stimmt, weil so, ja, genau. Macht ja Sinn. Ah, ich muss mal gucken. Wie machen wir das jetzt am schlauesten? Er könnte das Ding angreifen. Was kann Kuribo mit seinem Leben anfangen? Nani? Und das hier machen. Das geht. Danke für den Bit, Nougat. So, und dann... Ich weiß, es ist nicht... Es ist überhaupt nichts. Alter. Das ist ja richtig lächerlich. Aber gut, ich kämpfe gegen ein an sich schwächeres Monster. Also vom Element her bin ich im Nachteil und das Arge. Also ja, ich werde wahrscheinlich
Ich krieg den nicht mal. Wow. Ich hätte gedacht, ich wäre stärker. In dem Punkt. Ja gut, dann werden wir halt ein paar mehr Monster verlieren. Dass das gerade jetzt passieren musste. Nani? Was? Ja, die Blitzfähigkeit. Hätte ich machen können, ja, aber das... Ja gut. Wäre aber auch fester Schaden gewesen. Ich weiß nicht, ob das was... sowas gebracht hätte. Ja, wäre da mein Kuribo? Oh nein, nicht mein Kuribo! Das habe ich doch extra für diesen Fight mitge... Oh, no! Wow, wirklich. Mein Kuribo. Das ist deine einzige Sorge. Ja, deiner macht nicht mal... Deiner ist nicht so cool wie meiner. Der macht nicht so viel cooles Zeug. Ja, ich hätte zwei Monster treffen können, ja, aber... Fixer Damage, ich weiß ja nicht. Meine Güte. Resistentes Mistbiest. Wie sieht's mit Soa aus? Ja, noch schlimmer. Hey, dieser Skelle-Engel, ne? Was hat er dem zu Frühstück gegeben? Sei mir feierlich hier. Komm erstmal du weg hier. Du gehst mir gerade auf den Zeiger. Tschüssi. Alter, das ist. Ich klopp mich hier gerade an so einem Skelengel weg. Und Soa ist immer noch nicht, ist auch nicht stark genug, das Ding zu klatschen. Ja, 44. Alter. Ich habe noch nie so lange an so einem Skelengel gesessen. Aber gut, ich habe da vorne auch nur Finsternismonster, also alle sind im Grunde schwächer. Aber gut, jetzt hat er nur noch den Skelengel, jetzt werde ich vielleicht noch ein Monster verlieren. Mein Kobold? Nicht mal. Weil er zu faul ist, sich zu bewegen. Bleibt mir also auch bestehen. Ja, Mensch. Also, ja. Das war... Also, Odion war jetzt im Vergleich zu seinem... Meister Marek halt... ziemlicher Pushover. Möchte ich da jetzt mal sagen. Aber er hat sich auch stark selber ausgechoked. Also diese Wand, wo er wirklich so langsam und eins nach dem anderen seine Monster quasi in meinen Schlund geschoben hat. Er war schon grundlegend dämlich. Wirklich beeindruckend, Yugi. Ich habe verloren. Mensch, Odion, das üben wir nochmal. Das nächste Mal stell dich nicht hinter eine Mauer. Ganz blöde Idee. Glückwunsch, Yugi. Es war mir eine Ehre, mich mit einem solch starken Gegner duellieren zu dürfen. Die Ehre ist ganz auf meiner Seite, Odion. So ist es. So wird es sein. Los, Yugi. Zeig uns, dass du dein gestecktes Ziel erreichst und dieses Turnier gewinnst. Das werde ich. So, jetzt folgendes. Wir haben noch zwei Arenen vor uns. A5 Gegner. Ergo, wir haben noch 10 Charaktere vor uns. Was soll da noch alles an Leuten kommen? Mir fallen jetzt gerade mal 4 ein. Ich ein Level up und zwei meiner Leute auch noch ein Level up. Flügellady hat nicht mal was gemacht für ihr Geld. Die stand einfach nur hinten und hat zugesehen. Jo. Du darfst auch leveln. Du auch von mir aus. Ja, ey, lass mich überraschen. So ist es ja nun nicht. Nani? Schlimm ist, der Kerl hat nicht mal ein Monster, wo ich haben will. Soll ich es aufzählen? Nein! Um Himmels Willen! Anti-Spoiler-Giraffe.
Das Ding ist Level 3. Nimm mit. Alter, wir sind viel Level 3. What the fuck? Und das Ding kostet 61, hat fast 300. Ist gar nicht mal schlecht. Nehmen wir mit. Nehmen wir den Felsengrotto mit. Allein schon. Er ist bestimmt nochmal Tristan. Es ist super Emo Tristan. Aber wir können jetzt gleich erstmal nochmal neue Karten shoppen. Beziehungsweise das ist auch das Letzte, was wir denn heute machen werden. Nochmal Karten shoppen. Ich will jetzt nochmal mich spoilern lassen, wer jetzt als Nächstes kommt. Dann gehen wir Karten shoppen. Werden unseren, ich nenne ihn mal Stapel, nochmal ein bisschen umändern. Und dann war es das denn nämlich auch schon. Ne? Also wie gesagt, wir wissen Kaiba, das ist einer. Yami Bakura und Yami Marek. Das wissen wir. Ishizu könnte das einer sein. Dann sind wir bei 4. Oh, ne. Also Yami Marek und Yami Bakura kommen noch. Das hat man im Trailer gesehen. So, wer ist hier der Erste? Das interessiert mich jetzt. Shadi, dich habe ich ganz vergessen. So belanglos warst du. Shadi. Natürlich, der Bilbo. Wie konnte ich den, die Sack gerade vergessen? Aber trotzdem, immer bei 5. Steht hier, da fehlen also immer noch einige. So, Opa, hast du neue Kapseln? Neue Schmapseln? Ich bin stolz, dein Großvater zu sein. Das ist toll. Es sind noch mehr neue Monster. Sie werden dir weiterhelfen. Was möchtest du gerne tun? BZW, ich möchte doch erstmal zurück. Sorry, Opa. Ich möchte erstmal welche aus meinem Stapel rausschmeißen und dann verticken. Genau. Also, ihr bleibt drin. Feuergras möchte ich behalten, falls ich irgendwann mal eine Fusion machen will. Du sowieso, Milady. Mechanische Schnecke kann raus, I guess. 120 kostet das Ding. Ach nee, doch nicht da. Bewegt sich aber. Shit, komm, komm's raus. Tschüss. Den einen hier können wir durch den hier ersetzen. Das macht dann wenigstens noch Sinn. Dich können wir rausschmeißen. Horibus dead. Skelenge Level 1 können wir auch rausschmeißen. Brauchen wir auch nicht. Du bist teuer und unnötig. Du kommst auch raus. Sonst sind wir schon voll. Das heißt, wir haben sogar schon welche, die wir verticken können. Nadelball behalten wir, das Ding behalten wir. Turike. Ist echt gar nicht mal schlecht, aber. Na. Das sollte so passen. Zur Not können wir ja gleich immer noch austauschen, aber ich wollte halt schon mal, dass wir wenigstens ein paar verticken können. So, dass wir nochmal ein paar Punkte extra auf Kante haben. Was möchtest du gerne tun? Was möchtest du tun? So, verkaufen, 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 verkaufen. So. Was möchtest du tun? Du kannst nichts verkaufen, fuck you. So, was hast du Neues, Opa? Kennen wir. Oh! Totenkopfwächter! 119 Attack, das ist. Ist aber für Licht nicht schlecht und 2-2. 135. Komm, wir haben das Geld. Wait a second. Linker Arm? Den haben wir noch nie, oder? Wir haben den rechten Arm, oder? Selbst wenn, kostet ja nicht viel. Oh shit, dunkler Magier! Flüssiger Behemoth. Aha.
ziemlich powerful für 109. Ja, nehmen wir ein. 201 für 116. Garusis! Garu! Scheiße, bist du teuer. Na, ich kauf dich trotzdem einfach, weil du da bist. Ich mag Garusis. Großer Weißer. Mechanischer Barsch. Wohl eher voll für den Arsch. Okay, gut. Der ist speedy. Hält auch einiges aus für 130. Das ist nice. Nehmen wir auch. Lavas haben wir. Gazelle. Bewegt sich 4 diagonal und hat solche Angriffe. Hat 315 für... Wow. It's a steal. Killer Nut! Killer Bees! Nein, nicht die Killer Bees. Klingende Jungfrau. Das ist die, ne. Herkules. Bist du mich langsam. Ach, hier, Blitz-Opi. 120, hält nix aus und tust keinen Schaden. Fuck off. Angriffsmaschine. Ist genau dasselbe. Also, Opa, du hast schon mal bessere Monster gehabt. Also, der ist ja wohl... Ja, wohl eine Lachnummer, Opa. Das tun wir aber beim nächsten Mal mal richtig, bitte. Ich meine, was kaufen wir jetzt? Wir kaufen Gazelle, weil es Gazelle ist. Wir kaufen menschenfressender schwarzer Hai. What's racist? Ich meine, das Ding bewegt sich 4 Felder. Zwar nur ein Angriff, aber also ein Angriffsblock weit, aber trotzdem. Für wie viel PP? Für wie viel? Für 130 ist das ziemlich viel. Ziemlich bissig. Wenn wir mal ein Wassermonster brauchen. Garusis? Ich mag einfach Garusis. Und 3 und 2 ist jetzt auch nicht schlecht. 213 Power und 118 Attack ist schon nicht schlecht. Hat zwar super wenig Defensive, aber... Mensch. So das hier und ist auch nicht schlecht. Und dunkler Magier, wie bewegst du dich? Auch super solid. 130 für 300 und 126, das ist... It's a steal. 135 für 288 und 119 Attack. 2 und 2. Ich mag einfach den Totenkopfwächter. Sorry, aber ich mag die Karte vom Style her einfach. Deswegen will ich die haben. Also ja, das ist gar nicht mal schlecht. Diese kaufen? Ja, danke, Opa. Was möchtest du gerne tun? Man merkt, dafür, dass wir eigentlich ne Feuertyp sind, haben wir gerade mal 4 Feuermonster und 11 und 11 Wind und 11 Finsternis. Das ist also... Ja. Ja, ich weiß, ich bin schäbig. Gut, dann wollen wir doch mal gucken. Wollen wir doch mal gucken, was jetzt reinkommt und was sich ins Knie ficken kann. Also, du kommst auf jeden Fall rein. Seitdem du dich entwickelt hast, Mon Lavas, bist du ein richtiges Arschloch geworden. Nur mal so nebenbei. Du hältst zwar gut was aus, teilst auch hin und wieder mal was aus, aber du bist ein riesiger Schwanz. Und das meine ich nicht im Positiven. Just saying. Sieh es als Warnung. Sieh es als Schuss vor dem Bug. So, warte mal. Ich guck mal ganz... Nee, ich hab den rechten Arm. Haha, ich hab also doch nicht... Ich nehme ein paar Finsternis-Monster gleich raus, I promise. Ich füll nur gerade erstmal Lücken. Welche Nadelball kann eigentlich raus? Für den hier. Und... Mein Finsternis haben wir echt genug. Beziehungsweise wir haben ja jetzt ein gutes Wassermonster, das heißt... Dich können wir reinpacken. Großen Weißen haben wir noch nicht einmal benutzt, ne? Dabei ist er gar nicht mal schlecht. Aber wir haben selten mal Wasserattribute. Wir haben noch nie wirklich gegen Feuer gespielt, deswegen...
Er hier kann weg. Er kann hart weg. Oh, hier ist noch einer frei. Sonst, warte mal. Was kann sonst noch raus? Ein Kakerlakenritter könnte mal raus. Mehr als einen brauchen wir, glaube ich, gar nicht. Allerdings haben wir auch nichts mehr, was wir ersetzen müssen. Also kann er auch drin bleiben. Ja, Mensch. Totenkopfwächter ist richtig gut, meint man gerade. Ich meine, mal so geguckt, er ist jetzt nicht so... Er ist schon ziemlich teuer, ja. Gut, er ist schon teuer. Aber... Gut. Seine Tag ist nicht schlecht und sein Leben ist auch nicht schlecht und sein Death ist gar nicht mal schlecht. 38 Death, das ist eine Menge. Die Ente hat 44. Gibt nicht so viele, die mit 38 Death mithalten können. Der große Weiße kann das noch. Hier können die Flügel-Ladies können das. Aber sonst... Mit Defensive ist schon gar nicht mal schlecht, der Gute. Vor allem Lichtmonster. Bewegt sich ziemlich straight. Wie Beauftragter der Dämonen halt, der auch schon Level 5 ist, by the way. Er hier ist super flexibel. 4 Bewegungen. Und hat 315 PP. Gazelle ist heftig. Alter, das Ding ist speedy as fuck. Vor allem kostet gar nicht mal so viel. Es geht also eigentlich. Dunkler Magier, du bist auch nicht schlecht. Gute Defense, guter Angriff. Ziemlich mobil. Und ich glaube, wir können ihn sogar entwickeln. Zu einem Magier des schwarzen Chaos. Was ich noch cooler finde. Nee, also ich bin aktuell... Das finde ich hier schön. Du kriegst tatsächlich mal Monster... Die tatsächlich mal toll sind und cool sind. Und das in einem Speed, wo du dir denkst, ja Mensch, ich habe da jetzt keine 3 Stunden für grinden müssen. Hallo Forbidden Memories, was geht? Aber ja, das war's dann hier für heute von Yu-Gi-Oh! Forbidden Mamo, Mamiri, Mamoro, Mamari, Mamara, Mimira. Ja. Bis dahin. Blablabla.